nicht nur so, dass das irgendwie militärisch oder sicherheitsmäßig eine Rolle spielt. Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer hohen Innovationskraft, mit ihrer hohen Investition überall, mit ihrem Export, mit ihrem Know-how. Wir haben nichts als dieses Know-how. Wir haben kein Öl, wie der gestern von Katar. Aber der weiß schon, wo er sein Geld anlegt. Deshalb muss man ja mit dem offensichtlich manches Mal auch ein Stück weit gut umgehen. Dass der weiß, dass wir das auch wollen, was er will, bei uns investieren. Das kann nicht passieren und ist kein gerechter Wettbewerb, wenn andere Dienste Wirtschaftsspionage bei uns betreiben. Das ist auch so ein Punkt, da gehen 40 Milliarden verschütt alleine oder ein Vielfaches davon alleine deshalb, weil Patente gestohlen werden, Lizenzgebühren umgangen werden und weil im Wettbewerb der Mitwettbewerber, ich sag mal in den USA, den guten Vorteil hat, dass er bereits einen Dollar billiger ist als das Angebot aus der Bundesrepublik Deutschland. Das geht gar nicht. Da würde ich der Frau Merkel recht geben. Und dagegen müssen wir was tun. Und das können wir sogar. Wir dürfen nicht die Türen offen stehen lassen für die Handys von der Kanzlerin. Wir dürfen nicht die Türen offen stehen lassen in Firmen herein, in Universitätsforschungseinrichtungen hinein. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Heute ist ja möglich, dass einer auf der Krawatte die ganzen Dinge mit nach Hause trägt oder was weiß ich und dann verwertet. Ist ja leicht möglich. Wir haben ja ein Handy. Handy ein tolles Instrument, um solche Dinge weiter zu verbreiten. Ne? Das kriegst du sogar eine App, steht drin, gib eine Nachricht ein mit Bild und prüft es mal, wie gut es geht. Das fotografierst ab, dann hast du noch verschlüsselt, dann gibst irgendjemand in Kongo, was weiß ich, der macht's auf, hat keiner gesehen, kann auch keiner sehen, weil er eine Verschlüsselung dran hat und weil er diese Systematik hat, die der andere nicht hat. Und es ist einfach. Es ist im Moment vielleicht noch zu teuer, dass wir uns Geräte kaufen, die von einem zum anderen verschlüsseln. Aber man kann sich heute schon einiges einfallen lassen an Möglichkeiten, um die Dinge abzuwehren. Deutsche Technologie ist übrigens hier gefragt. Wir sind betroffen. Also gibt es hier auch kreative Firmen, neue Firmen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und es wird gelingen. Und dann wird es nicht mehr Spaß machen, alle unsere Handy einfach anzuzapfen. Und dann wird es keinen Spaß mehr machen, wenn wir verschlüsselte Botschaften bringen, bei denen die anderen dann mit den schnellsten Computern ein paar Jahre lang brauchen, um das zu entziffern. So weit sind wir technisch natürlich auch. Denn das ist ja nicht nur der negative Teil, sondern ist auch hier ein positiver Teil. Ich wünsche mir, dass in Zukunft dieses Vertrauen wieder zwischen den Diensten entsteht. Ich wünsche mir auch, dass es gute Verhandlungen gibt mit Russland, basierend auf Tatsachen und auf Informationen, die ich verwerten und verwenden kann. Ich wünsche mir auch, dass wir Egoismen abstrafen und dass wir negative Diskussionen um Schlapphüte ein Stück zurückdrängen. Ich wünsche mir aber auch, dass diese Dienste kontrolliert werden. Ich weiß das sehr gut. Ich weiß sehr gut, dass manches Mal da im Widerspruch steht. Und es war immer hässlich für mich, auf der einen Seite zu erleben, wie aus geheimtagenden Gremien nachher dir die Informationen wieder entgegengelaufen sind. Man wusste woher und sagte, das geht also nicht. Dann hat man die Gremien begrenzt und trotzdem war es dann so, am Ende sind dann Dinge passiert, die wir alle nicht brauchen können und die zu Misstrauen führen und die auch dazu führen, dass man manches der Kontrolle nicht erzählt, wenn es um Menschenleben geht. Weiß ich noch sehr genau, mich fragt einer aus Großbritannien, ob ich zustimme einer Maßnahme des Abhörens von einer Gruppe, die entführt wurde irgendwo in Indien. Und man hätte die Möglichkeit, an die Gruppe zu gehen. Ich habe einen anderen Minister gefragt, der hat gesagt, er stimmt dem nicht zu. Dann haben wir nicht zugestimmt. Und am Ende haben wir gewusst, dass wir die Asche zusammenkratzen können, 4 Wochen später, weil die Gruppe nicht identifizierbar war. Auch das gibt's in diesen Dingen. Und das sind dann die Enttäuschungen neben den Dingen, wo sie positiv realisieren konnten, dass die Dinge in Ordnung kommen. Es ist vielfältig, das Thema Nachrichtendienste ist vielfältig, Technik und Nachrichtendienste ist noch vielfältiger und manches widerspricht sich auch. Vorhin hat irgendjemand die Frage gestellt, was passiert mit Dingen, die man ins Netz stellt und die eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wer hat Zugriffe? Das sind Dinge, oder Fragen, auf denen wir Antworten brauchen. Weitergehen kann so nicht, dass nur jeder mit dem Wort Transparenz sich schmückt und sagt, ich mache das transparent. Baden-Württemberg nicht, wenn ich gehört habe, von du, die Rheinland-Pfälzer machen es. Die haben auch manches nicht transparent gestaltet. Wenn ich an
bestimmte Rennstrecken denken, da war auch nicht drin. Und die Brasilianer, und die Brasilianer, und die Brasilianer schreiben auch nicht in der Spalte ihres Haushalts Korruption und dann wird ausgewiesen, wie viel. Ja, wir haben die Information, wir kennen diese Brüder insgesamt, aber eine totale Transparenz haben wir nicht, sonst gäbe es manches nicht, weder in unserer zivilisierten Welt noch in Entwicklungsländern. Schön fand ich Ihr Projekt mit China, machen Sie es noch. Sie werden jeden Tag ein Aha-Erlebnis sehen, wie dieses Land unbemerkt Rohstoffe aufkauft, militärische Maßnahmen ergreift in anderen Ländern zum Schutz des Ausbeutens dieser Rohstoffe. Sie werden tolle Erlebnisse haben und Sie werden dann auch mal nach einem Jahr sagen können, ja, ich bin der Meinung, da reift was heran und da ist was sehr interessant, wenn wir das auswerten. Nachrichtendienste können das, die können mithelfen, Sie alleine übers Internet schaffen es nicht. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt-Bauer, für diesen überaus spannenden Vortrag. Wir würden gerne noch länger zuhören, aber wir sind schon weit fortgeschritten. Sie haben gesagt, die Digitalisierung führt auch oder verführt zum Sammeln, zur Sammelwut. Und das ist, was die Amerikaner mit ihrer Datenbank ICReach offenbar gemacht haben, wo ja wohl 1 Billion Datensätze gespeichert sind. Sie sagen, man muss auf klassische Methoden setzen, die richtig einsetzen. Daten allein bringen uns da nicht weiter. Und Sie haben appelliert daran, auch Verschlüsselungstechniken, die wir haben, einzusetzen, auch zu verwenden, nicht zuletzt deshalb, um auch der deutschen Industrie auf diesem Gebiete etwas unter die Arme zu greifen. Damit haben wir dann schon einen Vorgriff auf den Verschlüsselungsvortrag von Herrn Böhret und Herrn Philippi nach dem Essen. Aber wir haben noch vielleicht für 2, 3 Fragen Zeit. Herr Stein, bitte. Zahl der IS-Terroristen auf viel höher einschätzt, auch eine Desinformation ist, um zum Beispiel Waffenlieferungen in den Irak von Deutschland zu rechtfertigen oder auch die Bombardierungen, beziehungsweise ist halt sogar der Einsatz von amerikanischen Bodentruppen nicht mehr ausgeschlossen, hat man gehört. Wie schätzen Sie denn das ein? Also das Letztere, dass wir Bodentruppen der Amerikaner vor Ort haben, ist klar. Das wird betont, der Präsident sagt keine Bodentruppen, aber was sind Bodentruppen? Sie haben Spezialtruppen, die unterweisen und die in einer Stärke, die mehrere hundert sind, die natürlich Identifizierung von Zielen und diese Dinge haben. Das sind Spezialeinheiten, die sind vor Ort. Die waren immer vor Ort und sind vor Ort, gerade in solchen Krisengebieten. Die sind unabdingbar notwendig, um letztendlich auch für amerikanische Staatsbürger all dieses letztendlich Informationen zu gewinnen, Sicherheit zu gewinnen und ähnliches. Sie haben das mal nicht gemacht an der Stelle und sind übel eingefallen. Die Zahlen, ja, ich habe vorhin gesagt, Haushaltsmittel zu bekommen und zu bewaffnen, heißt die Bedrohung möglichst so darzustellen, dass ich da hinkomme. Aber die Schätzungen sind vorsichtig, die sagen 20.000 bis 31.000. Das heißt also, nach oben kann das noch ein bisschen gehen. Aber wenn Sie diese ganzen Kämpfer und diese Bildung dieser Gruppe sich ansehen, wer da zugelaufen ist, dann ist sicherlich 20.000 eine untere Grenze. Na, die haben jetzt ein Gebiet besetzt, das von Mosul, südlich Mosuls, bis in Teilen Syriens geht. Als neuestes die Kurden, die dort eine Volksarmee hatten und die sich dort letztendlich halten konnten, weil sie unterstützt wurden, die machen uns deutlich, das ist schon eine gewaltige Kraft, die da dahinter. Die Zahl ist nicht wichtig, ihre Gräueltaten, die Furcht, die sie erzeugen. Das ist ja das Mittel der Wahl bei denen. Leute ungefragt umzubringen, einfach und liegen zu lassen auf der Straße, Minderheiten zu vertreiben, all das. Ich will noch einen Punkt, weil ich den nicht gesagt habe. Spannend wird für mich in der nächsten Zeit, was macht die Türkei? Die Türkei duldet die Angriffe, wahrscheinlich auch teilweise vom Boden aus startende Flugzeuge. Sie duldet es,
aber sie wagt es nicht im Hinblick auf ihre eigene Situation da in irgendeiner Form einzugreifen. Das wird spannend werden. Das ist also im Unterschied zu der anderen Koalition der Sunniten und Schiiten und der Iraner, die ja sich letztendlich auch unter Umständen dazu hergeben, in diese Allianz einzutreten. Wir haben inzwischen 10 Länder und Sie haben heute die Meldung oder heute Abend die Meldung, dass die Franzosen 2 Rafael eingesetzt haben. Ja, symbolisch ist das ganz gut. Aber das wirkt nur wirklich gut, wenn eine geschlossene Initiative ergriffen wird gegen diese Gruppierung. Und das wiederum führt dazu, das ist die Sorge, dass der Syrer Luft kriegt. Und deshalb wird, das Spiel ist einfach, deshalb wird die Opposition in Syrien, nicht die IS, wird gestützt, bewaffnet, ausgebildet, damit sie ihren Druck auf den Assad ausüben können. Das ist das große Spiel. Wie es dann ausgeht, das steht auf einem anderen Blatt. Ich jedenfalls wünsche mir, dass wir den Druck wegkriegen von den Erbil-Leuten. Die Kurden haben jahrzehntelang nur gelitten. Die Kurden haben jahrzehntelang nur Fluchtpunkte gehabt, Russland, in den Iran. Sie sind von Saddam Hussein mit Chemie beworfen worden. Sie hatten nichts zu essen, das war schlimm. Und dann hat Masoud Barzani als Präsident da wirklich die Dinge zum Aufblühen gebracht. Wer da hingeht und mit verbundenen Augen dort losgelassen wird, der weiß nicht, dass er in Erbil ist, die älteste Stadt der Welt. Nur um das mal zu sagen, Riesenkultur, ein tolles Stadtbild, tolle Möglichkeiten für die dort lebenden Kurden. Es ist nicht die PKK, es sind nicht die Kurden, die in der Türkei sind. Aber natürlich sagen manche, dass irgendwann in den nächsten Jahren nicht nur die Selbstständigkeit vom Nordirak kommt, sondern dass auch dann sich die mit denen verbünden, die in den anliegenden Ländern leben. Syrien, Türkei und Iran. Und das will kein Mensch. Die haben sie schon. Ja. Haben Sie recht, Herr Stein? Sie haben recht. Sie haben recht, aber die haben sie bereits. Der Nordirak hat Erdölvorkommen, aber die Iraker selber hatten in Mosul und Kirkuk die Quellen. Ne? Und hatten da die größten nördlichen Erdölquellen. Und dann spielt es immer eine Rolle. Wenn man im Hinterkopf hat Öl und Gas, dann liegt man in seinen Vermutungen immer richtig, wenn andere eingreifen. Und das gilt auch, wenn man die Ukraine sich vorstellt. Also einem unbestätigten Gerücht zufolge hat ein bekannter Amerikaner die meisten Aktien im Bereich der Rohstoffe in der Ukraine. Ja? Ich habe noch eine Frage, Herr Schmidt-Bauer. Herr von Arnim, ja. Nicht nach meinen Diäten, ich habe keine mehr. Nein, ich wollte zurückkommen auf Ihr Thema, ja. Zu dem wir ja gar nicht so viel gehört haben. Sie sprachen vorhin davon, dass wir 60 Millionen Smartphone-Inhaber abgehört haben und haben das so ein bisschen bagatellisiert, weil die Abhörer dann doch in der Masse der Daten ertrinken. Es geht ja gar nicht um 60 Millionen, sondern es geht um wenige hundert oder tausend Leute in der Wirtschaft oder in der Politik oder in NGOs und so weiter. Und da sind ja viele Daten interessant. Wir haben ja alle vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, dass 40 Elite-Soldaten des israelischen Geheimdienstes, militärischen Geheimdienst, die Palästinenser abgehört haben, dass sie die daraufhin abgehört haben, ob sie irgendwelche privaten Schwächen haben. Irgendwelche sexuellen Neigungen oder dass Leute fremdgehen, um sie dann erpressen und zu Kollaborateuren der Israelis innerhalb des Gazastreifens machen zu können. Ist sowas auch bei uns möglich? Sei es durch den amerikanischen Geheimdienst, sei es durch den Deutschen. Denn auch da gibt es ja Leute, die der Politik durchaus unangenehm sein können. Ja, das sind im Kriegsfall für mich keine Mittel, die man einsetzen darf, auch wenn man es kann. Das ist abzulehnen erstens. Der deutsche Dienst macht es überhaupt nicht. Wir denken nicht dran, im Profil irgendwelche
ich sag mal, das ist Folterwerkzeug. Das sind Folterwerkzeuge, die abgelehnt werden. Ich kenne diesen Vorgang mit der Hamas. Da hat sich vieles abgespielt, nämlich da hat sich abgespielt, dass aus bestimmten Bereichen da diese Raketen, auch moderne Raketen gegen Israel und alles, dass sie diese Tunnel gefunden haben, die übrigens auch aus Spenden eines reichen Geberlandes produziert und gebaut wurden. Viele von uns haben ja da die Aufnahmen gesehen, wie das läuft. Herr von Armin, ich bin völlig dagegen, dass man solche Mittel ergreift. Es gibt eine Ausnahme, wenn es um Leben und Tod geht, dass man dann bestimmte Grenzen, sich bestimmten Grenzen nähert, Grauzonen nähert. Es war ja bei uns auch mal mit einem Prozess, wo wir das gesehen haben, wo Polizei in einem Entführungsfall sich entsprechend angeblich so verhalten hat. Und das gibt es auch bei den Amerikanern sehr häufig, diese Dinge. Und es gab es natürlich in Israel sehr häufig, wenn es um solche Fragen des Überlebens oder Frage von Leben und Tod ging, weil sie Leute gesucht haben. Sie erinnern sich wahrscheinlich an diese vielen Missing-in-Action-Fälle der Israelis, wo sie also nach ihrer Verfassung ja ihre Soldaten zurückbringen müssen, um sie in heimischer Erde zu begraben. Und da gab es in diesen Auseinandersetzungen natürlich mit der Hisbollah solche Fälle. Und da gab es auch in den Gefängnissen Südlibanon und andere solche Verhöre. Das ist undenkbar bei uns. Bei uns war mal, Sie erinnern sich auch daran, in Syrien eine Geschichte, dass Leute von uns in dieses Gefängnis gefahren sind und aus solchen Vernehmungen bestimmte Dinge entnommen haben, die für unsere Leute ungeheuer wichtig waren in diesem Bereich. Schon das war kritisch und hat zum Untersuchungsausschuss geführt. Ne? Also da gibt es alle Variationen, aber ich lehne das ab wie Sie. Ich will noch zu den 60 Millionen was sagen. Das ist in der Tat, dass man nicht mehr erschrecken. Wir erschrecken ja, wenn wir Billionen hören und wenn wir Milliarden hören. Aber wenn wir jetzt hören, richtig technisch bestätigt, diese Treasure Map ist in der Lage, zielgerichtet uns abzuhören. Sicher ist es nicht, die ersaufen an den 60 Millionen, aber an den 6 oder 10, die sie auch aufbereitet haben, noch im Navi drin. Also ich will mal das Zusammenspiel sagen. Du kriegst ja nicht nur dem sein Handy, du kriegst auch, wo er sich aufhält, mit wem er telefoniert, was er telefoniert. Du hast den auf der Karte beliebig durch eine entsprechende technische Maßnahme. Da kann der Herr Müller Andreas, der den zweiten Vornamen hat, Jonas, der wird identifiziert, ist machbar und wird gemacht. Und zwar nur dann, wenn da irgendwas passiert ist und wenn die werden nicht alle 60 Millionen gleichzeitig machen. Das ist nicht möglich. Und ich wollte damit nur sagen, das hat mich erschreckt. Mich hat erschreckt, ich kenne ja die Schlüssel, Suchbegriffe und alles das, was wir haben. Ich will es nur einen Satz sagen. Früher war alles klar, alles, was man abgehört hat, da gab es Schlüsselwörter, Keywords. Und die sind dann gestaffelt worden. Und aus einer 10.000er Packung an Informationen hat man auf 1.000 reduzieren können, weil da kein Schlüssel war. Schnee für Koks und ähnlich. Oder wenn es Helmut Kohl geheißen hat, alles schön. Und hinterher hat man nochmal 10 ausgewertet nach anderen Schlüsseln und hat damit die Information komprimiert und hat sie dann ausgewertet. Das war möglich. Und dazu noch ein Satz, was man konnte schon Anfang der 90er Jahre, die Amerikaner. Die hatten durch Plattformen, fliegende Plattformen, die steuerbar sind, Keulen legen können über bestimmte Bereiche. Also meinetwegen, ich habe es gesehen, ich war dort, Keule gelegt über den Irak. Dann konnten sie einen Panzerfahrer, der sich mit einem anderen Panzerfahrer unterhalten hat, abhören. Schließt jeder drauf, wenn bei uns die Keule liegt. Was in einem anderen Land möglich ist, ist auch in einem anderen Land möglich. Das war also technisch, ist das alles schon sehr lange fortgeschritten. Nur in der Menge hat und in der Miniaturisierung hat sich so viel mehr ergeben, als es damals möglich war. Das waren schon solche Kästen oder das waren die entsprechenden Satelliten, die man dazu gebraucht hat. Es gab nie einen Satelliten, der in Europa zustande kam, um eigenständige Informationen zu bekommen. Und es gab auch Satelliten, die waren irgendwo gesperrt. Da war es schwarz, egal was wir da gesucht haben. Es gab ja Kooperation. Es gab Kooperation. Es gibt über Speyer, also russische Sputnik, sage ich mal,
deren Laufbahn man elektronisch ermittelt hat. Da konnte man feststellen, an welcher Stelle dieser Satellit seine Fotolinse aufmachte und fotografiert hat. Als man diese Karten auf den Schirm projiziert hat, hat man festgestellt, das waren alles Bundeswehrstandorte, das waren Standorte von Raketen und. Also alles, das ist ja technisch für viele so viel Neuland gewesen, aber das ist Schnee von gestern und da kann man stundenlang darüber berichten, was technisch alles möglich war und was alles genutzt wurde. Aber das war Kalter Krieg und es war in der Folge des Kalten Krieges nicht mehr das dominierende Ereignis, das man an sich feststellen konnte. Ich bedauere es ganz außerordentlich, an dieser Stelle Schluss machen zu müssen. Ich habe noch einige Wortmeldungen, die bitte Verständnis dafür haben, dass wir jetzt zum Abendessen gehen müssen. Es war ein so spannender Vortrag. Ich bin ja auch sehr froh, dass Sie als Geheimdienstler die Dinge nicht geheim gehalten haben, sondern mit uns geteilt haben. Und es ist ein Thema, von dem ja der Normalbürger nichts versteht. Man liest etwas in der Zeitung und Sie haben als Insider uns hier Einblick gegeben, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag und wir treffen uns zum Abendessen. Wenn mal wieder was ist, ja. Herzlich gern. Sehr schön. Vielleicht mit Schreckenberger. Ja, genau.